Was geht ab, Leute? Willkommen zu Inside Super League. Heute wurden die Playoff-Duelle in der Conference League ausgelost und somit auch Fenerbahçes Gegner bekannt gegeben. Die Kanarienvögel treffen auf Slavia Prag. Ja, Leute, kein einfacher Gegner. Sie sind momentan auf dem ersten Platz in der tschechischen Liga und sind definitiv nicht zu unterschätzen. Schlagbar sind sie aber allemal und Fenerbahçe hat auch gute Chancen gegen sie. Aber wie das Ganze ablaufen wird, wird sich erst im Februar zeigen. Die Hin- und Rückspiele finden am 17. und am 24. Februar statt. Fenerbahçe darf im ersten Spiel gleich zu Hause spielen. Hoffen wir einfach, dass es die Kanarienvögel weiterschaffen und sie die 5-Jahres-Wertung der Türkei wie Galatasaray auch nach oben pushen. Apropos Galatasaray, da die Löwen schon im Achtelfinale der Europa League stehen, wird deren Gegner erst bei der Auslosung am 25. Februar 2022 ermittelt, also kein Grund zur Panik. Das war es aber soweit von meiner Seite, ein kurzes, aber knackiges Infovideo. Abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für mehr solche Videos, lasst ein Like und ein Abo da. Ich sage somit ciao und bis zum nächsten Mal.